Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade mega aufgeregt, weil ich gleich jemanden vom Flughafen abholen werde. Ich werde auch nicht sagen, wer, das werdet ihr gleich sehen. Und ja, ich freue mich. Cool! Ich muss jetzt auf jeden Fall losgehen, weil mein Bus kommt gleich. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Vlog. Ich weiß noch nicht, was ich vloggen werde. Aber ich werde euch später nochmal erzählen, was wir heute machen werden. Und auch die Woche und alles und ja. Also ich würde einfach sagen, ich gehe jetzt los, ne? Tschüss. Ich stand da eine Stunde lang, ohne mich irgendwo hingesetzt zu haben, ohne zu trinken. Ich habe Kopfschmerzen und das ist nicht cool. Ja. Die Kamera ist echt voll gut. Ja, ne? Hey Leute, wir wollten da gerade reingehen, weil der Eingang steht und dann geht das nicht. Wir kommen uns jetzt voll dumm vor. Und statt der genau mit dir. Ich komme da auch nicht rein. Hä? Boah, hier sind so viele Fliegen. Komm mal von da vielleicht irgendwie rein? Der Mann kommt da auch nicht rein. Hä? Wo müssen wir denn rein? Ich bin gerade voll verwirrt. Ja, wir können es probieren. Komm, komm mit. 11 Minuten. Schaffen wir das? Ja, du hast schon ein Ticket. Cosimas Flug hatte halt schon eine halbe Stunde Verspätung und wir wollen aufs Frühlingsfest gehen. Und wenn wir jetzt die S-Bahn verpassen, ey, dann können wir ja, alles vergessen, nein. Aber es wird schon. Und da ist Edeka! Also, ja, wir haben Eingang gefunden! Warte, der ist geil, aber der ist billiger. Okay. Okay, 3 Euro! Los geht's! Ich kann den Koffer nicht halten. Na. So, voll ein Vlogger live. Wir haben uns gerade Trinken gekauft, aber habt ihr schon gesehen? Ja. Okay, wir sind da. Oh Gott, oh oh. Also wir haben uns jetzt umgezogen. Ich habe meinen Dirndl angezogen und sie hat so ein kariertes T-Shirt von mir. Ich finde, das ist auch voll schön. Weil sie hat halt kein Dirndl, aber ich finde, das geht voll klar. Aber ich sehe aus wie so jemand, der aus Hamburg kommt und irgendwie versucht, so bayerisch auszusehen. Und das tue ich nicht. Nein, es gibt ja Menschen, die wollen kein Kleid anziehen. So. Ja, aber ich wollte früher auch keine Kleider anziehen. Ich würde voll gerne jetzt anziehen. Ja, ich jetzt auch. Okay, auf jeden Fall, wir gehen jetzt zuerst fahren. Und dann fahren wir dahin und wir haben jetzt schon, halt mal eine Uhrzeit in die Kamera. So viel Uhr. Ich hab's noch nicht erkannt. So viel Uhr. Oh, das ist schon so spät. Ja, kann man so meine Nachricht nehmen, egal, war eh nicht so geil. Trotzdem ist es cool. Ja. Also, wir sind jetzt da. Hier sehen Sie es. Und wir gehen jetzt rein und ich freue mich voll. Vor allem, das ist das erste Mal hier. Ja. Hey Leute, wir haben es jetzt schon fertig gemacht. Ich habe gestern nicht mehr gevloggt, weil wir direkt ins Bett gegangen sind und mega müde und kaputt waren. Wir hatten echt so Stress. Ich glaube, ich habe das gar nicht gefilmt oder doch. Keine Ahnung. Wir waren 5 Minuten zu Hause. Wir sind vom Flughafen hier hin. Sie aus dem Flugzeug direkt hier hin. 5 Minuten umgezogen, alles pipapo. Und jetzt sind wir hier da und dann sind wir losgegangen. Es waren halt wirklich nur 5 Minuten. Es war so, Alter. Oh. Alter, mein Arm war so fett auch. Wir gehen jetzt gleich raus in die Stadt nach München. Wir haben gerade Sonntag, also es hat nichts auf. Aber wir gehen dann Bilder machen einfach und ich zeige dir ein bisschen München. Und es ist voll schönes Wetter. Das sollte gehen. Jetzt gehen wir raus. Ja, ich freue mich. Also das hier ist mein Outfit. Basic. Warte, ich habe hier voll den Selbstbräuner-Fail, Alter. Voll peinlich. Weil ich kann dagegen jetzt nichts machen. Das ist voll dumm.
Wir sind jetzt an der S-Bahn, die S-Bahn kommt gleich und dann fahren wir in die Stadt und ich hoffe, wir finden irgendwas, wo man Bilder machen kann und ich habe so kacke Hunger. Ich werde einkaufen. Und wir haben uns, also ich hole mir Himbeeren oder wir. Ich werde gerade einkaufen und ich hole mir Kokosnusswasser und irgendwelche Nüsse und sie holt sich Himbeeren und ein Smoothie. Und jetzt und essen wir das und dann gehen wir Bilder machen und wir sind happy und alles cool. Also, und ja, es ist gerade voll komisch zu vloggen, weil hier so viele Leute sind, aber es ist mir egal. Jetzt hier da. Cool, cool, cool. Und wie findest du es bis jetzt? Voll schön. Ich hasse mein Leben gerade. Jedes Mal, wenn ich Bilder machen will, sehe ich voll kacke aus und ich kann nichts dagegen machen und ich weiß nicht, woran es liegt. Und das ist voll doof und jetzt habe ich keine Bilder und ich brauche Bilder für Instagram. Das liegt mir auf Instagram für Finnland. Vielleicht wird es dann cool. Und ja, weil heute ist der letzte Tag, wo das ist. Und dann fahren wir zu Hause. Und dann, ja, schauen wir. Oh Mann. So, wir haben es jetzt fertig gemacht für die, ich sag immer Wiesen dazu, weil Frühlingsfest, Oktoberfest ist genau das gleiche. Nur das Oktoberfest größer ist, egal, whatever. Ja, Cosi hat auch ein Dirndl an. Check dich mal. Hallo! Ja, das ist Dirndl von meiner Mutter. Geil, aber was passiert. Und wir müssen jetzt losgehen, weil die erstmal kommt. Tschüss. Mein Lippenstift sieht mega komisch aus. Ich sehe aus wie so eine Barbie-Puppe, wo so ein kleines Kind, so ein Kindergartenkind, irgendwie nochmal so Lippenstift drauf gemalt hat oder so. Und das ganze Gesicht irgendwie voll mit Lippenstift ist. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, zu Hause, es war komplett unnötig, dass wir da hingegangen sind, weil es Sonntag ist und da fast niemand mehr ist. Und wir haben uns voll komisch gefühlt, weil alle in normalen Straßenklamotten rumgerannt sind und wir in einem scheiß Dirndl. Also nicht, dass es jetzt schlimm ist, weil ich bin dran gewöhnt oder so, aber trotzdem war es mega komisch, weil da fast niemand in Dirndl und Lederhose war. Und es war voll komisch. Oh. Und wir sind voll deprimiert gerade. Mir tut alles weh. Ich habe Schmerzen seit 2 Tagen in meinen Beinen und ich weiß nicht wieso. Und es ist voll schlimm. Das musste gerade raus. Ja, Leute, auf jeden Fall sind wir zu Hause. Es war richtig unnütz, dass wir weggefahren sind. Und ja. Okay. Okay. Ja. Würde mich eigentlich verabschieden, so das war's mit dem Vlog. Okay, auf jeden Fall war's das jetzt einfach mit dem Vlog. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann gebt einen Daumen nach oben und dann treffe ich mich mal öfter mit so Menschen wie Cosima. Spaß. Und ja, tschüss.